Es ist mal wieder Mongo-Zeit. I gotta pawn some of this stuff. Oh ja. Und wir müssen ein bisschen Stuff pawnen oder wie auch immer man das richtig ausspricht. Ist mir eigentlich ganz schnuppe. Das bedeutet auf jeden Fall, dass wir irgendwas hier lassen müssen. Und am besten irgendwas, das uns nicht gerade gehört. Bring! Und starten uns ein Stadtportal, um den ganzen Scheiß, den wir hier haben, loszuwerden. Wir haben echt eine Menge Scheiß. Zudem gehört auch geiler Scheiß, wie Amulette. Aber vielleicht ist ja noch was richtig Cooles dabei. Wir fragen einfach mal unseren Kumpel Deckard. Was geht, Mann? Hello, my friend. Stay a while and listen. Lebensstil, Schaden. 8 zu Geschicklichkeit, naja. Und eine Steppenrüstung, die 1 zu allen Attributen und 50% mehr Rüstung gibt. Wahnsinn. Bringt uns das mehr Rüstung? Tatsächlich, 1 mehr Rüstung und 1 auf alle Attribute, aber da finde ich das irgendwie besser. 8 zu Geschicklichkeit ist auch nicht besser als 10 zu Stärke. Oder? Ja, wir verlieren 2 Schaden und kriegen dafür 4% und 2 Armor Class. Oho, ja, gut. Na, dann bleibe ich lieber am Schaden erstmal. Das Amulett des Firmaments bringt uns was nochmal? 1 zu 1 auf dem Boden, ja, das war auch schlecht. Das Schwert der Gewandtheit gehört ja uns. Wie es mir gerade aufgefallen ist. Also, Book of Firebolt. Muss ich bei Adria verkaufen, wenn ich Geldsorgen habe? Ist aber gerade nicht so der Fall. Das kann ich verkaufen. Das, naja, Water kann ich verkaufen bei Griswold. Das lagere ich dann am besten hier. Hier einlagern. Mitnehmen. Bisschen Gold auffüllen. Nee. Mach keine Ahnung. Weg damit. Brauche ich eh nicht. Ich brauche eh in der Katakomben da unten kein Gold. Wofür? Wofür? Ganz einfach. Hello, my friends. Was kann ich tun? Die Dagger of the Leech stiehlt 3% Leben. Ist total schwach, aber er bringt anscheinend sau viel Gold. Ich weiß noch nicht warum. Nehme ich mal das Gold wieder auf. Und stack dann mal meine 5000 Gold. Dazu. Oh, kann ich das kontrollieren? Nein. Ah, so. Ich will es nämlich mal ein bisschen ordnen, wenigstens ein Stückchen. So, dann lagere ich hier meine 2000 Gold hin. Das Buch muss ich noch hier hin wegwerfen. Schon habe ich wieder Ordnung geschafft im Hause Baumlord. Gut, jetzt müssen wir nur noch im Hause Diablo Ordnung schaffen und dafür stiefeln wir mal zurück in die 7. Ebene. Los geht's. Stadtportal. Bring. So, her mit der Kohle, her mit dem Flammenberg und sonst war ja glaube ich nichts außer Fässer und eine Menge Gegner, die auf ihren baldigen zweiten Tod warten. Denn die meisten sind ja schon einmal gestorben. Ach du Scheiße. Komm her, du Bestia Akemus. Schädelkappe. Egal, brauch ich nicht. Stirb. Oho, One-Hit, Bitches. Du hast den Tod schon verdient, nur weil du so hässlich bist. Ah. So hässliches Kind. Also, findet ihr nicht auch manche Geschöpfe. Wow. Wolltest du ausweichen? Manche Geschöpfe haben schon aufgrund ihrer Hässlichkeit den Tod verdient hier. Feuerball. Ne, das ist Säurepfütze, also eins von diesen. Komischen Hunden hier. Mein Gewehr. Aber ich habe noch. Leider noch keinen. Sinnvollen Verwendungszweck für überschüssiges Gold in Diablo gefunden hier. Ist da leider noch gar nichts eingefallen. Oh, noch ein Buch. Wow! Okay, der Raum gefällt mir langsam nicht mehr. Zu viele Fallen. Zu viel Kaboom und Explosiv und. Naja. Was soll's. Kann ja alles mal passieren. Buch der Blinden. I can see what you see not. Vision milky, then eyes rot.
When you turn, they will be gone, whispering their hidden song. Then you see what cannot be. Shadows move where light should be. Out of darkness, out of mind, cast down into the halls of the blind. Die Hallen der Blinden. Das war ein sehr interessanter Reim. Leider hat auch hier die deutsche Übersetzung nicht ganz getroffen, aber ja, also ich appelliere da mal an eure Englischkenntnisse, so halb. Naja, mehr kann ich leider nicht tun, weil, also wenn ich hier anfange, irgendwie den genauen Wortlaut jedes Mal zu übersetzen, dann muss ich auch noch anfangen, eine Diablo-Lesestunde einzuführen. Und das ist dann etwas, worauf ich keinen Bock habe, ehrlich gesagt. Skyrim, da sind ja wenigstens noch geile Geschichten ausgedacht. So richtig geile Geschichten. Ich weiß gar nicht, wie viele... Was? Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Seitentext. Man kann da wahrscheinlich ein eigenes Buch draus binden, aus allem, was da in Skyrim da zusammengeleiert ist. An Büchern. Entschuldigung. Kann man wahrscheinlich ein eigenes Buch draus binden. Nur um was sie sich da für kranke Scheiße ausgedacht haben. Um das Rollenspiel perfekt zu machen. Und das ist jetzt hier. Hatte ich nicht auch noch irgendwas Sinnloses aufgehoben? Ja, das hier. Hier jetzt, naja. Das ist es nicht wert. Weil prinzipiell geht es ja nur um. Ja, Diablo abschlachten. Und zwischendurch machen wir ja. Erfahren wir hier noch ein bisschen mehr, warum und wieso. Und überhaupt. Und was hier so am Rande noch so abgeht. Obwohl eigentlich teilweise sind die Stories auch ganz interessant zu finden. Also, ja, na, interessant zu finden sind sie manchmal auch ganz. Yoda. Natürlich, ich meinte damit natürlich eigentlich, dass, wenn man sich hier manche Geschichten mal anguckt, dann sind die sehr interessant, weil die dann im späteren Teilen wieder aufgegriffen werden und dann andere Stories draus gebastelt wurden. Der Macht des Stahls kann die Zeit nichts anhaben. Weil, wenn man jetzt die andere Questreihe hat, ich habe ja ganz am Anfang mal erzählt, dass wir, ich glaube, wir haben Ebene 7 eigentlich abgeschlossen, dass, wenn wir nicht diese Questreihe haben hier, sondern am Anfang des, wenn man das Spiel startet, so ein verblutender Typi vor der Kathedrale liegt, dann kriegt man eine komplett andere Questreihe. Dann kriegt man nämlich die man immer im Multiplayer bekommt. Nämlich die mit dem Schlechter, also dem Butcher. Und dem... wir kriegen noch Schaden. Und unserem Skelett... Oh, halt mal, du Spacken. Und unserem Skelettkönig Lazarus. Und die beiden wurden ja dann in... Also in zwei Lazarus. Also Lazarus in 2 und 3, weil er ja eigentlich... Alter. Die wichtigste Person in der Vorgeschichte von allem praktisch ist. Denn, also wer es nicht weiß, dem erzähle ich es jetzt. Und wer es nicht wissen will, der... Keine Ahnung, tut irgendwas anderes. Und hört jetzt mal nicht zu. Denn der Lazarus ist ja der... Der, ich weiß nicht, wie war das noch genau? Der war der King von dem Land hier. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt in Diablo. Skyrim ist es ja Tamriel. In Diablo ist es. Natürlich, Sanctuario. Also, da muss man ja einfach wissen. Ist es Sanctuario? Oh, nur ein Ziegenmensch. Und ein Lava-Mensch, den ich nicht so entgegenstehen will. Okay, mit einem Schlag explodiert. Süß. Ja, Sanctuario. Der König gewesen von... Nein, nicht von Sanctuario, weil Sanctuario hat ja nochmal... Also, hat ja nochmal mehrere Kontinente, deren Namen ich jetzt leider nicht kenne.
auf jeden Fall war der, es gibt, ist Westmark, ist das, kommt das hierher? Ich weiß es gar nicht genau. Aber auf jeden Fall hängt irgendwas und hast du damit dann einen, hatte sich dann berufen gefühlt, nach Tristram zu kommen, als er hier mal durchgereist ist. Weil in der Kathedrale ja, das, okay, das Böse lauert und so weiter. Und wurde dann von Diablo eben verdorben, den wir dann am Ende finden müssen. Weil, also so weit sollte man schon gedacht haben, dass der da, dass am Ende halt Diablo kommt. Das ist ja, scheint irgendwo logisch zu sein. Ja, lass mal kurz mal ausrüsten. Blubberdi blubbel blubbel blubbel. Blub, blub, blub. Das Geräusch ist übrigens. Geräusche allgemein sind hier echt geil für 1997. Ist alles schon richtig, richtig dick. So, da haben wir. Oh! Huh. Und damit haben wir mit 60 Geschicklichkeit schon unsere, wie ich vermute, maximale Geschicklichkeit für diese Klasse erreicht. Wahnsinn. Jetzt lässt sich das nur noch durch magische Items steigern. Aber auch nett. Ja, also genau, Lazarus, King von, hast du nicht gesehen, vergiftet, verblödet, und dann kam noch überall Säurespitzen. Stirb, stirb, stirb. Und jetzt kommt wahrscheinlich diese Explosion wieder. Nee. Oft lenkt das Schicksal die Hand des Menschen. Aber wenn du das sagst, Kumpel. Dann kam noch die, und dann hat, als der dann komplett verrückt geworden ist, wurde dann sein Sohn, oder war der, hieß der Lazarus, ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung, also der König wurde zum Skelettkönig und der Lazarus wurde, zum, keine Ahnung, der ist einfach verrückt geworden, ich sollte aufhören. Was zum Teufel geht denn hier wieder? Das ist ja absolut wild. Komm, Mann, komm, komm, komm. Was zum Teufel? Man kann noch übertreiben, ey. What the fuck? Schießen mit Millionen von Viechern auf mich drauf. Boah, ich habe auch keinen Bock da reinzurennen. Das ist mein Ende. Oh, ihr kriegt mich niemals. Nee. Frage ist, wie kriege ich die? Am besten. Heiliger Blitz, aufgeladener Blitz, aufgeladener Blitz. Boah, nee, da muss ich näher ran. Vermute ich mal. Was soll das am besten? Gehen wir nach. Wo sind sie hin? Boah. Okay. Panik. Viel zu viele Tränke verbraucht. Panik. Oh. Oh, was soll man denn hier schon machen? Die sind überall. Und die sind echt stark, langsam. Also, die sind nicht stark, aber... so viele. Und ich komme mit den Tasten langsam durcheinander. Oh, ich will nicht sterben. So, hier hin. Dorthin. Heiliger Blitz hilft mir gegen Tote. Hab ich noch einen anderen coolen Spell, den ich benutzen kann? Fireblitz, perfekt. Nicht lustig. Beweg dich doch mal. Okay. Vielleicht kann ich sie wieder aufteilen und dann so einzeln vernichten. Oh, jetzt rennen. Fangen die auch schon an rumzurennen, wie diese dämlichen Bogenschützen. Naja. Na, Kampfbogen, langweilig. Lapis Sangus. Was, davon haben wir auch schon 15 getötet? Wahnsinn. Also mir kam es einfach viel weniger vor. Aber ich vermute mal, wenn wir diese Tür öffnen, kommen einfach noch mehr Millionen von diesen Viechern da raus. Den Quell alle besiegen. Boah. Jetzt habe ich
geht gar nichts. Gerade noch so überlebt. Direkt speichern. Oh, aber ich habe so viele Tränke aus Versehen verbraucht. Da ist einfach aus Panik, ich wollte nicht sterben. Benötigt die Identifikationsrolle. Das haben wir doch gerade da. Müssen wir nicht mal den Deckard bemühen. Zumindest einmal nicht. Ding! Bestätigt Rüstung des Ziels. Ja, das sollte einiges wert sein. Hello, my friend. Stay a while and listen. 15 zur Geschicklichkeit und es ist ein großer Schild. Das heißt, er ist besser als unserer. 15 zur Geschicklichkeit können wir gut gebrauchen. Das gibt uns ganze 88 Hitchance. Ja, können wir auch ruhig mal speichern. Ja. Ja. Tasten richtig drücken und dann geht das alles. Und zwar besorgen wir uns als erstes mal ein freies Inventar. Was kann ich für euch tun? Oh, ist das furchtbar. Schwert der Perforation. Das brauchen wir nicht. Und den Schild brauchen wir nicht mehr. Hat er denn einen besseren Schild? Möglicherweise. Also vielleicht ist er ja ein zum Wohltäter herangewachsen und... Naja, keine Ahnung. Widersteht allem 28%. Jade-Rüstung. Rüstung 15. Oh, das wäre sogar mal... Was kann ich für euch tun? Mal. Das wäre echt geil. 16.180. Wie viel habe ich denn auf einer hohen Kante? Hebe ich 5.000? 10.000? Da habe ich 15.000. Damit komme ich sogar hin. Wahnsinn. Ach. So. Jetzt habe ich genau 16.231 Gold. Ups. Wenn ich jetzt noch die Bücher und den Stäbe verhücke und dann eigentlich mal wieder zu Adria rüber latsche, kann ich sogar schaffen. Too much baggage. Zwei Schaden vom Gegner. Wieso habe ich das Ding noch nicht verkauft? Komisch. Was kann ich für euch tun? Ja, du kannst mal meinen ganzen Kram reparieren. Das wäre doch schon mal eine Idee. Dann verkaufe ich mal den Schild. Und dann ist auch schon wieder Platz für meinen anderen Kram. Das hier und... So... Kann ich noch ein wenig Platz schaffen? Klinge der... Too much baggage. Lähmung, wieso habe ich die denn auch nicht verkauft? Eieiei, ich war wieder so faul. Minus 4200, ach, weil das so schlecht war. Was war das denn? Was kann ich für euch tun? Ein kleiner Aussetzer im Ton, das ist gar nichts wert. Start mit Stadtportal. Ich habe noch einen Start mit Stadtportal und hab den nicht verkauft. Wieso? Wieso? Was habe ich denn für ein Problem gehabt? Stadtportal, die Rolle kann auch weg. Keine automatische Karte in der Stadt. Ja, super. Wissen wir doch. Wieso habe ich es trotzdem gemacht? Keine Ahnung. Wie kann ich denn hier mal keinen Zauber auswählen? Wie am Anfang. Na, ja. So, also wenn ich hier alles Adria andrehe, müsste ich eigentlich hinkommen mit der Kohle. I sense a soul in search of answers. Stäbe. Lade ich meinen eigenen nur auf. Den will ich jetzt verkaufen. Und zwar verkaufe ich meinen Schriftrolle Verschiebung, Stadtportal, das Buch und den Stab. Noch ein Buch und noch ein Stab. Noch ein Buch und leider kein Stab mehr, aber was soll's. 17.000, perfekt. Dann kann ich mir den Schild kaufen, den hier verkaufen noch. Ne, die Rüstung verkaufen. Und kann mir sogar noch ein paar Tränke besorgen. Und dann geht's weiter. Boah, ich habe jetzt schon 37 Armor. Komme ich wieder gut gepanzert zurück. Mit mehr Resistenz und allem. Ich hoffe auch, das lohnt sich nicht, dass ich gleich... Was kann ich für euch tun? Wie es dann fast immer der Fall sein wird, dass ich gleich einfach noch ein viel besseres Item finde. Aber so bin ich wenigstens mein Geld losgeworden. Boah, das sieht echt dick aus. 15 Rüstung, also 4 mehr. Und viel mehr Widerstand. Ding. Oh,
So, noch hinkriegen. Das was kann ich für euch tun? Die Rüstung verkaufen, die uns wieder 2000 bringt. Und dann ran an die Heiltränke. What ails you, my friend? Ja, mich ailt meine Heiltränke. Sollte reichen. Ja, fürs Erste. Ganz grob. Und dann erfahren wir doch endlich auch, was sich in der 8. Ebene befindet. Nämlich Monster, Hunde, Nervbolzen. Nerv, nerv, nerv. Viel zu viel Scheiße. Sterb, sterb, sterb. Aber das Geräusch ist interessant, was sie da machen. Wieso können die denn so dauerhaft schießen? Und ich muss erst meinen komischen Zauber erst aufladen und was weiß ich, hat nicht gesehen. Ein einzigartiger Morgenstern hat sich doch wenigstens gelohnt, dieser Kampf. Oh, komm, komm, geht mir manchmal auf den Nerv. Ich will hier meinen Kram, meine Belohnung. Und damit wäre das praktisch schon geschafft. Und kann endlich diese Tür öffnen, in der mich wahrscheinlich noch mehr Tod und Grauen erwartet. Ja, super. Aber die sind ja im Gegensatz zu den Hunden ja relativ schwach. Weil sie ja nur Nahkampf, wow, nur Nahkampf haben. Gut, aber so sind sie nicht ganz ohne. Erlösung auf Kosten der Weisheit. Ja. Gut, wo muss ich dann noch? Noch ein Hund. Noch ein Haufen Hunde. Hab ich die denn übersehen? So was. Normalerweise verheiße ich doch fast nichts. Sehr wertvoller Morgenstern. Gut, da war ich, da war ich, dann. Da war ich auch. Hä? Wo geht's denn hier weiter? Ach ne, hier natürlich. Kurz noch ausrüsten. Ein bisschen was blubbern. Und weiter geht's durch diese Tür. Oh, war eine relativ kurze Ebene. Aber ich will natürlich alles so einfach erforschen. Aber das sehen wir dann gleich beim nächsten Mal. Jau!